2013, die alle ihre Vorteile haben, sonst würden sie nicht als Klassensieger hier stehen. Dennoch hat man nicht gesagt, wir müssen einen auswählen, einen bestimmen, der heute diese Ziele nach Hause trägt. Und wir waren beide einstimmig der Meinung, dass es die Kategorie Nummer 40 von Herrn Fischer ist. Herzlichen Glückwunsch. Dieser letzte Start schon in seiner Gruppe als überragendes Tier. Herr Becker hat es gesagt, es führte kein Licht in der Gruppe an ihm vorbei. Und wir sind der Meinung, dass das Tier auch kein Weg an ihm vorbei führte. Er ist der Bock, der jüngste auch in dieser Gruppe ist. Und mit 265 Gramm Tageszunahmen auch gleichzeitig die höchsten Zunahmen in den gemessenen Altersabschnitt hatte. Herr Fischer, herzlichen Glückwunsch für diesen Bock, wirklich ein ganz tolles Tier. An die zweite Stelle und damit Reservesieger ist ja, die Kategorie Nummer 6 geworden von Herrn Stevens aus Schmalen. Der schwerste hier unter diesen dreien, den wir hier sind, ist über 90 Kilo. Aber er kann an die Geschlossenheit von der Katalog Nummer 40, kommt er nicht ganz heran. Und somit ein hervorragender zweiter Platz. Der wunderbare dritte in diesem Fall ist die Katalog Nummer 10. Auch ein sehr schöner Bock. Ist auch in dieser Gruppe der einzige Zwilling, mit anderweitigen einzelne Blöcke. Und dafür ist er auch hervorragend entwickelt. Auch ein sehr schön geschlossener Bock, der auch, denke ich mal, in jede Herde passt und die jede Herde verbessern kann. Mit rein Züchtern, ganz herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Nachher beim Verkauf viel Glück und den Käufern dieser Böcke wünsche ich auch sehr viel Erfolg, dass die Böcke so schön verehren, wie wir sie heute präsentieren. Dankeschön.